Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Review vom Sinus bzw. zweite Meinungsvideo. Diesmal mit Superman Unchained. Superman Unchained ist eine coole Story, quasi nicht wirklich der super mega Bringer, wie ich leider feststellen musste, aber eine super geniale Blockbuster Geschichte. Hätte vielleicht ein bisschen mehr Tiefgang vertragen können, aber war schon okay. Ich gebe 4 von 5 Punkten. Kommen wir zum nächsten und das ist Batman, der Tod in der Familie mit Joker. Geschrieben von Scott Snyder, Greg Capullo hat gezeichnet. Super, super Story, hat mir richtig gut gefallen, das war bis jetzt das Beste. Dankeschön an Jörg Perra und bis dann next. Dann haben wir noch Forever Evil von DC Universe, bla bla bla. Das neue DC Universe, das quasi, beziehungsweise was damit spielt, dass die Bösewichte die Welt erobern und wiederum andere Bösewichte aus der gleichen Welt dieses verhindern wollen. 3 von 5 Punkten, weil es hat mich nicht wirklich unterhalten, beziehungsweise das Finale war wirklich ein bisschen kurz. Danke, das war's. Und jetzt nochmal in lang. Also, fangen wir doch an mit Forever Evil. Forever Evil, der Paperback ist nur die Kerngeschichte von Forever Evil. Was natürlich, wenn, wie DC typisch ist, wenn ein Event startet, dann verteilt sich diese Geschichte in mehrere Tie-ins und so weiter. Die habe ich natürlich alle jetzt nicht gelesen. Ich habe wirklich nur die Kerngeschichte Forever Evil gelesen. Heft 1 bis 6, 7, weiß ich nicht, Selbstkrise 6, 6 sind's. Von 1 bis 6. Hat mich relativ gut unterhalten. Ich fand die Zeichnungen richtig gut wieder von Fincher unter anderem. Von Finch, ich sag mal Fincher, ich weiß nicht, ich komme immer auf den Regisseur. Von David Finch. Was mich ein bisschen gestört hat, war im Grunde genommen so ein bisschen das Finale. Das Finale wirkte dagegen ein bisschen gehetzt, ein bisschen alles zu schnell. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich vielleicht nur die Kerngeschichte gelesen habe, kann es natürlich sein, dass wenn man das komplette Event mit allen Tie-ins und alle Nebenheften und so verfolgt, dass das Ganze ein bisschen ausufernder ist und ein bisschen zufriedenstellender. Alles im Allen ein recht guter Band, muss ich sagen. Zwar nicht wirklich das Heiland-Band schlechthin, würde ich jetzt sagen, von DC. Und auch die Story ist auch nicht wirklich. Oder es ist schöne Popcorn-Action so ein bisschen, was ich schön fand, dass alle Helden aus einer anderen Erde quasi Alternativ- oder böse Versionen der unseren sind. Das fand ich ganz nett. Zum Beispiel gibt es hier den Green Lantern, der aber nicht Green Lantern heißt, sondern Power Ring. Power Ring. Und dieser Power Ring wiederum wird von seinem eigenen Ring versklavt bzw. niedergemacht. Der Ring sagt sowas von wegen, lad mich endlich auf, du Idiot. Los, lad mich auf, du Volltrottel. Wann kann ich endlich einen besseren Wirt finden? Also er ist mehr oder weniger sowas wie ein Symbiont für ihn. Fand ich ganz nett. Und ich fand es auch mal ganz nett, dass die Bösewichte dieser Welt die Bösewichte aus der anderen Welt bekämpfen müssen. Natürlich an vorderster Front mit Lex Luthor. B-Zero, nicht Bizarre. Catwoman. Und natürlich unser All-Time-Favorite Batman, der immer irgendwie dabei ist, weil Batman muss natürlich irgendwie so die Führung übernehmen. Fand ich ganz nett. Wie gesagt, 3 von 5 Punkten. Die Zeichnungen sind okay. Also, was heißt okay, die sind super. Aber es kommt auch ein bisschen auf mich an. Also ich fand es so ein bisschen gehaltlos. Wenn man Forever Evil zu Ende gelesen hatte, dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, so, ja, und was als nächstes? So. Also es blieb nicht wirklich viel hängen. Es war ganz nett. Aber es hatte auch so am Ende noch so einen kleinen Zwinker, so einen kleinen Dreh mit Alexander Luthor und Lex Luthor. Aber es war jetzt nichts, wo ich jetzt wirklich gesagt hätte, boah, das ist jetzt hier, das hat jetzt das komplette Marvel DC-Universum auf den Kopf gestellt. Das ist wirklich jetzt nicht. Also es hat wirklich kaum Konsequenzen. Die Helden, die eingesperrt werden, werden wieder freigelassen. Also ich kann jetzt ruhig spoilern, dass, wenn ich sage, da passiert nichts, dann passiert da auch nichts Großartiges. Also stirbt auch niemand wirklich Krasses oder sowas. Es ist halt ganz nett zu lesen, es ist halt so mehr Blockbuster-Unterhaltung, aber ich fand es mal ganz nett, dass es wirklich mal was anderes war und dass die Geschichte mal eine andere war. Kommen wir diesmal meinem persönlichen Highlight und diesmal an ein ganz großes Dankeschön an Jörg Perra, der uns dreien, also Team Comics-Fans, ein paar seiner Comics geschickt hat. Und da waren ein, zwei Comics dabei, die der André und der Lars zwar schon hatten. Und ich habe mir einfach nur gesagt, ja, ich wäre schon froh gewesen, wenn ich eins bekommen hätte. Sagen wir mal ehrlich, weil
ja, ich nicht so gierig auf so Comics stürmen würde oder den anderen dann was wegreißen würde. Die beiden hatten aber zum Glück schon Batman, der Tod in der Familie. Ich muss mal aufpassen. Nee, Tod der Familie, so rum. Tod in der Familie ist eine andere Geschichte von Batman. Und ich habe schon lange liebäugelt mit diesem Band hier und bin echt froh, dass ich dann doch noch gezögert habe, weil so kann ich das quasi gratis bekommen. Vielen lieben Dank nochmal an Jörg. Und ich muss sagen, das ist wirklich mein absolutes Highlight in diesem Monat, würde ich sogar schon sagen, weil es ist wirklich meine Batman-Geschichte, die so ein bisschen selbstreferenziell alles aufgreift, was mich so gestört hat am Joker-Batman-Prinzip. Also es war ja immer so, der Joker macht irgendwas, Batman verhindert es, der Joker landet im Knast und der Joker kommt irgendwann wieder frei. So, und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und das ist so wunderbar herrlich geschrieben von Scott Snyder, dass der Joker halt weiß, dass er quasi verliert, aber damit dann so ein bisschen kokettiert und ja, das Ganze so ein bisschen ad absurdum führt. Also das muss ich echt sagen, das fand ich richtig, richtig cool. Ich fand die Stimmung in dem ganzen Comic richtig schön düster. Ich fand den Joker wieder mal richtig schön gefährlich, weil er auch wirklich mal dabei bereit ist, jemanden umzubringen. Und ich finde das so toll, dass alles, was Batman quasi vorhat, weil Batman mittlerweile so berechenbar ist für den Joker, dass der Joker alles schon ins Gegenteil umwandelt, beziehungsweise immer noch einen Schritt vorausdachte. Das fand ich mal wieder so eine richtig schöne Geschichte, die sogar noch zurückzuführen ist auf den allerersten Kampf zwischen Batman und Joker, wo dann wirklich die Frage gestellt wird: Kennt Joker seit dem ersten Aufeinandertreffen Batmans seine wahre Identität? Und das war wirklich mal so eine schöne, schöne Geschichte. Richtig schön düster, hat richtig Spaß gemacht zu lesen. Ich habe die an einem Abend durchgelesen, weil das war einfach so spannend jedes Mal. Und das war wieder mal eine richtig, richtig geile Batman-Geschichte. Hat mir richtig gut gefallen. Andere Superschurken haben da zwar auch einen kleineren Auftritt, aber die spielen mehr oder weniger nur Handlanger für den Joker. Der Joker ist wirklich der König von allen in dieser Geschichte. Und das hat mir richtig gut gefallen. Was mir auch richtig gut gefallen hat, ist, der Joker trägt sein eigenes Gesicht ja mittlerweile als Maske. Wie wir seit Batman Detektiv Comics Paperback 1 wissen, hat er es sich ja abschneiden lassen von einem Chirurgen. Und man sieht so langsam im Laufe der Geschichte, dass diese Maske immer weiter verfault. Und das fand ich auch so eine tolle Idee unter anderem, dass diese Maske hier eigentlich, ja, dass sie jederzeit als Maske erkennbar ist und nicht mehr als sein eigenes Gesicht oder als das, was mal sein Gesicht war. Ein Punktabzug muss ich leider geben, da es am Ende nicht wirklich konsequent ist. Also es wird zwar was richtig Krasses angedeutet, was mit der Bat-Familie passiert, aber dann wird es doch nicht durchgezogen, weil es wahrscheinlich zu krass gewesen wäre, leider Gottes. Aber ich fand allein diese Szene hier, fand ich zum Beispiel so übelst krass. Ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu viel, wenn ich euch einfach nur dieses Bild zeige. Kauft es euch, Leute. Also es hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht. Wieder eine richtig tolle Batman-Geschichte. Im Hintergrund, es sind wieder ein paar Extras in diesem Band, was mir auch immer richtig gut gefällt. Wie zum Beispiel hier so Skizzenzeichnungen, Variant-Cover, die mir auch richtig gut gefallen haben. Aber ich finde sowas immer ein bisschen, ja, so ein bisschen billo, wenn man so einfach immer nur Variant-Cover mit reinklatscht und nicht irgendwie was zur Entstehung dieser Geschichte schreibt. Also am meisten interessiert es mich eigentlich immer, wie der Autor auf so eine Geschichte gekommen ist und nicht immer einfach nur diese Variant-Cover oder sowas reinzupacken. Na dann, auf jeden Fall eine richtig coole Batman-Story, hat mir richtig gut gefallen. Greg Capullo zeichnet leider nicht auf dem absoluten höchsten Level. Ich glaube, das hat er mit bei mir bei Spawn ehrlich gesagt erreicht. Das Zeichnen, da hat er so eine geile Zeichnung und hier wirkt es so ein bisschen kruder, beziehungsweise sein Stil ist definitiv noch erkennbar, aber es ist nicht mehr so crispy, es ist nicht mehr so komplett scharf, so komplett irgendwie geil gemacht, sondern so mehr so auf Kritzel hinaus. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen hart, ist vielleicht auch ein bisschen zu hart, aber nichtsdestotrotz ein richtig cooler Band, hat mir richtig gut gefallen, Leute, kaufen, Bams. Kommen wir zum dritten und letzten Band in dieser Reihe. Und zwar ist das Superman Unchained, was ich mir auch auf der Messe gekauft habe, habe ich mir auch an einem Stück durchgelesen. Was viel beworben wird, es ist die ultimative Superman-Geschichte. Was viel beworben wird, ist, Scott Snyder schreibt, als wäre es sein letzter Comicband. Was viel beworben wird, ist, dieser Comicband wird das Denken über Superman je
ganz neue Sphären setzen und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich vorher noch mit dem André über Superman Unchained gesprochen habe, weil er hat mich ein bisschen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen gebracht. Es ist nicht das ultimative Batman-Werk. Es ist ein schöner Blockbuster, muss ich ganz ehrlich sagen, mit einem neuen verbündeten Gegner, Fragezeichen. Und einer Gruppierung, die es auf die Technologien der Menschheit abgesehen hat. Unter anderem ist auch noch mit dabei Lex Luthor, Lois Lane und Jimmy Olsen und Lois Lanes Vater, General Lane. Oh Gott, was ein Zungenbrecher. Aber ich muss sagen, ich fand es am Ende hin sogar noch ein bisschen vorhersehbar. Und besonders das Ende hatte für mich so ein paar Schwächen, weil dann plötzlich alles so. Es passierte irgendwie alles so auf einmal und alles gleichzeitig. Also ohne was zu spoilern, aber gerade besiegt Superman den eigentlichen Bösewicht Rivalen, dann passiert direkt wieder was und dieser Bösewicht Rivale, Achtung Spoiler, opfert sich, um die nächste Gefahr abzuwenden. Also ich fand es ein bisschen, ja, das Finale war so ein bisschen, es war ein bisschen gehetzt, aber es kam wahrscheinlich dadurch, dass Jim Lee, der komplett Zeichner dieses Bandes, zusammen mit jemand anderen, der die Flashbacks zeichnet, ultra lange gebraucht hat oder ultra lange braucht, um überhaupt so ein Heft fertigzustellen. Und sie es dann irgendwie bei, glaube ich, 9 Heften belassen haben. Und deswegen wirken wahrscheinlich die letzten 2 Hefte so ein bisschen gehetzt. Ich wette, wenn das Ganze wirklich so eine Ongoing-Serie geworden wäre, dann wäre das Finale jedenfalls nicht so gehetzt und auch nicht so überhastet im Ganzen. Auf jeden Fall definitiv eine coole Superman-Geschichte, hat mich richtig gut unterhalten, besonders weil das auch mit Superlativen überhaupt nicht spart. Also hier wird auf jeden Fall, glaube ich, sogar Zack Snyder irgendwie rezitiert, wenn hier komplette Schiffe und so weiter als Waffen entwendet werden oder wenn ein Schlag jemand anderen durch Berge durchbefördert. Was mir richtig gut gefallen hat an dem Band, waren die vielen Variant-Covers, die zu Superman Unchained gemacht wurden. Das sind um die 75 oder 60, 75 Variant-Cover in der Zahl und alle von verschiedenen Zeichnern gezeichnet. Fand ich richtig cool. Auch der Stil gefiel mir richtig gut und teilweise wurden sogar Anleihen gemacht an alte Superman-Hefte. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also jede Menge Variant-Cover. Ich blätter hier gerade durch alle möglichen Variant-Cover hindurch. Hier unter anderem auch mal der 90er Superman mit der langen Mähne. Hat mir richtig gut gefallen. Allein dafür ist schon fast die Hälfte des Geldes auf jeden Fall wert. Und die Geschichte alleine, ja, Blockbuster-Unterhaltung. Ich gebe dem Ding hier eine 4 von 5 Punkten auf jeden Fall, weil es hat mich doch richtig gut unterhalten. Aber es ist nicht so tiefgründig jetzt, sage ich mal, wie zum Beispiel Superman Erde 1, das mich dann doch ein bisschen mehr begeistert hat, weil man ein bisschen mehr in die Gedankenwelt von Superman eintauchen konnte. Bei Superman scheint ging es mehr oder weniger darum, dass Superman immer seine Gedanken dabei hat, wie wende ich die nächste Katastrophe ab und wie kann ich die Verlustzahl so weit minimieren, dass ich das Ganze noch hinkriege. Hier war es mehr oder weniger so, ein junger Mann mit übermenschlichen Fähigkeiten und alles wird langsam zu dem Helden, den wir alle kennen. Ja, das dazu zu meinem zweiten Meinungsvideo. Ich hoffe, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Lasst mir einen Daumen nach oben. Kommentare sind immer erwünscht. Und abonniert uns, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Bis demnächst.